Disco-Time hier bei mir. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier mache, gerne ein Abo da lassen, Daumen nach oben und vielleicht sehen wir uns ja mal in einem Livestream. So, wir suchen uns eine neue Figur aus. Und zwar nehmen wir diesmal, müssen wir irgendwas nehmen. Wir nehmen mal Yoshi, nee, komm mal. Ist nicht so einen geilen Typen, der irgendwas Cooles kann? Lass mal Bowser nehmen. Okay. So. Ich glaube, wir müssen aber ein bisschen, wir müssen mal ein bisschen was Schwieriges nehmen. Wir nehmen mal die Stärkeren. So, und dann gehen wir hier rein und gehen hier oben hin und nehmen uns das nächste Feld vor. Und das ist, bumm, Riesenobstparadies. Das nehmen wir. 10 Runden, jups, los geht's. Bin gespannt. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, das gefällt mir. Das Wasser gefällt mir auch ganz gut da. Sieht ganz hervorragend aus. Bin gespannt, wie lustig das wird. Riesenobstparadies! Willkommen im Tropenparadies, Abenteurer. Ihr habt hoffentlich Sonnencreme dabei, ja? Du bist zum ersten Mal hier, oder? Yep. Hier gibt es insgesamt 4 Inseln. Sehen wir uns doch mal um. Schauen wir uns mal an. Auf der Melone-Insel gibt es 2 Funkensprühe. Was wohl passiert, wenn man sie anzündet? Auf der Geschenkeinsel liegen 2 Geschenkekisten. Was da wohl drin ist? Auf der Nahtinsel gibt es einen Spezialladen, Mann, mit tollen Sachen. Sag, seht mal, dieses riesen Waffeleis da. Das Eis müsste doch eigentlich längst geschmolzen sein. Über die Röhren kann man von einer Insel zu schräg... Ah, zu schräg gegenüberliegen dann gelangen, okay. Diese Brücke sieht gar nicht vertrauenserweckend aus. Aber es wird schon nichts passieren. Das wär's, viel Spaß beim Inselhüpfen. Regeln brauchen wir nicht. Nein. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge Spieler. Bitte würfeln. Und zack. Oh, ich glaube, ich fange nicht an. Bin der Letzte. Daisy. Mario. Oh, Wario, du Spast. Und Bowser, der King. Als Startkarte bekommt jeder 5 Münzen geschenkt. Danke. Ich bin gespannt, was für einen Würfel ich habe. So, und dann gucken wir mal, wo der erste Stern landet. Da ist er. Oh. So, dann müssen wir jetzt hinkommen. Gucken, ich habe jetzt die stärkere Truppe genommen. Wahrscheinlich nicht so leicht zu schlagen. Schauen wir mal. Das wird spannend. Dann mal los. Runde 1. Daisy ist am Zug. Ein Würfel da. Ein normaler. Okay. Mario ist am Zug. Daisy. Wario. Was hat Wario denn für einen Würfel? 1 bis 6 hat normalen Würfel. Oh, da zieht aber gleich ab hier. Ein Ereignis. Ah, okay. Und gleich wieder auf dem eigenen Feld. Ja, doch nicht. Oh, das war ein cooler Würfel, aber gibt minus 3 Münzen, wenn man das Falsche macht. Oh, das ist natürlich gefährlich. Wie wär's, wenn wir malen? 5! Ist auch nicht schlecht. So. Es ist Minispiel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Gegner wirklich ein bisschen härter sind. Als bei den anderen. Brunnenbalgerei. Okay, nochmal probieren. Oh nein! Oh ja! Oh! Okay, aber ich weiß ungefähr, wie es geht. So, auffüllen, spritzen, laden.
Waffen sind schon mal voll. Aufladen. Oh nein. Nein, da war das Ding im Weg. Nein, weg, nicht hinten, nicht ran sein. Oh nein. Oh. Ende. Der hat gewonnen, glaube ich, ne? Ah, beide auf Platz 1, okay. Ja, das ist doch gut. So kann ich leben, wenn ich auch gewinne. So, nächste Runde. Los, Daisy. Besonderes Ereignis. Hey, Mario. Auch in die Röhre. Okay, dann müssen wir auch gleich rein, damit wir auf die andere Seite kommen. Der riesigen Wassermelone. Da unten. Links da sonnen sich ein paar Toads. Oh, eine Eins. Oh. Da müssen wir ja nur eine Eins oder eine Zwei befüllen. Ein Würfel für. Eins oder zwei, es wäre egal. Sehr schön. Okay, nächstes Minispiel. Vier Spieler Minispiel. Pflanzenpflegepumper. Mein Gott, das sind doch Namen, oder? Auch gekräftigt die Pumpen. Ich weiß nicht, muss man etwas schneller machen? Ah, anscheinend. Okay. Gut. Machen wir mal. So schnell wir können. Wenn jetzt jemand sieht, vor dem Bildschirm sitzend und diese Bewegung machen, wundert er sich, glaube ich, über alles. Hä? Man kommt gar nicht voran. Oh, Aufnahme gespeichert. Oh, ich schaffe es nicht. Ich bin immer so langsam. Gibt's doch gar nicht. Ich bin Dritter geworden. Sah gerade eben noch so gut aus. Das ist ja schön. Backen. Gut. Unverändert. Runde. Daisy. Oh oh. Ich hätte ja keine Ahnung, dass sich hier ein Mega-Blopper verändert. Die überquerende Brücke ist nicht ohne. Sei vorsichtig. Wütend der Mega-Blopper. Oh, da muss man, kann man also nur die, man sollte nicht die Ereignisfelder berühren. Oh, bis wir am Startfeld gelandet. Oh, das war auch dumm. Und das gleiche nochmal mit ihm. Für uns.
Landet er, naja, landet er bei seiner Herzverliebsten. Daisy. Oh. Also man kann echt nur die blauen Felder erreichen, deswegen müssen wir da gucken. Alle wieder am Start gelandet. Ja, baut der kleine, die kleine Schildkröte eine schöne Sandburg da. Aber ich teste mal das hier, ich will es mal testen. Neun Felder, ist auch nicht schlecht. Eins, zwei. Müsste ich da nicht rüberkommen? Boom. Eins, zwei, drei. Ja! Besonderes Ereignis. Oh! Da muss die zweite wahrscheinlich auch angezündet werden. Minispiel! Okay, man schon echt risikoreich ab und zu diesen Würfel zu spielen, aber wenn er dann so wie jetzt funktioniert, perfekt. Blitzschnell zum großen Geld! Weiße Münzen einheimsen. Zwischen Gegnern da, okay, das klingt. Oh, da habe ich doch wohl mal überragend gewonnen. Wenn nicht sogar bedeutend überragend. Hat keiner was vor. Oh, sie hat einen Block, versteckten Block gefunden. Das ist nicht schlecht für sie. Das ist natürlich toll. Oh, da hinten sitzen die beiden und schnacken. Also rundherum, wenn man so ein bisschen beobachtet, so dass die Randfelder sind echt niedlich alles, ne? Da guck mal, da baut er so einen kleinen Blopper. Mario! Ein kleiner Eimer mit einer Schaufel. Süß gemacht. So, Wario ist uns dicht auf den Fersen. Aber er muss trotzdem erst über die Brücke kommen, was er wahrscheinlich nicht schaffen wird. So, Bowser ist am Zug. Ja, nehmen wir den normalen Würfel, würde ich sagen. Aber das Glück ja nicht überstrapazieren. Okay, das war auch nicht so viel Glück, aber dafür kriegen wir ein Item. Ja. So, nächstes Spiel. Spiel. 4 gegen 4. Beziehungsweise nicht 4 gegen 4, sondern alle gegen alle. Züge gehst durchzählen. Ah. Ach so. Keine Ahnung. So, ich glaube, ich bin. Ich glaube, ich weg ist. Oh, das ist bestimmt der Hogwarts 6. Das würde ich sagen, das ist die richtige Zahl.
Mehr wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube 18 sind es. So viel habe ich zumindest gezählt. Oh, 17 waren es noch, aber ich war ein bisschen dran. Ende. Yes. Gewonnen. Bowser, Browser. Sehr gut. Münzen habe ich genug, aber ein Stern. Das ist ja die Hauptaufgabe. Stern, wo ist sie denn? Die ist ganz da unten. Da muss ich mal hinkommen. Daisy, zeig mal, was du kannst. Komm, ab in die Röhre mit dir. Ab in die Röhre hört sich auch gut an, ne? So wie beim Arzt. Ab in die Röhre. Ja. Haha, Mario. Mit einem Feld. Oh, aber ein Item bekommst du. Oh, da kannst du den Partner rufen. Das ist natürlich ganz, gar nicht so schlecht. Den kann man immer gebrauchen. Verbündeten brauche ich auch nochmal irgendwie. Aha. Oh, wie ärgerlich, ne? Ach, muss er wieder zurück? Wie geil ist das denn? Okay, zu Recht. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sehe dran am... So, wir machen hier mal unser Item. Brauchen wir gar nicht lange aufbewahren. Und nochmal würfeln. Okay, war natürlich nicht so übertrieben viel jetzt, aber... Oh, jetzt geht's zurück. Aber das ist auf der richtigen Insel zumindest. Das ist schon mal gut. Ich bin schon mal auf der richtigen Insel, beim Stern, also Richtung Stern, was ja sehr wichtig ist. Wie gewonnen, so zerronnen. Das kenne ich, im echten Leben. Die meisten Münzen einfach. Bringen, rumstampfen. Okay, warte. Ich muss nochmal machen. Oh, komm. Oh nein. Okay, aber ich weiß, es geht. Okay. Ich glaube, da werde ich nicht viel erreichen. In sowas bin ich immer relativ schlecht. Ja, das ist so. Durch Glück. Aber mehr Glück als Verstand gerade. Ich habe mir den einen mal eingeprägt und dachte, wenn ich hier springe, dann müsste ich darauf landen. Klappte das meist auch. Mein Gott, wenn ich volle Münzen habe, kriege ich dann extra Leben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber jetzt, welche Runde ist denn das? Jetzt die sechste schon? Ja. Wir nähern uns dem Ende. Beziehungsweise die Halbzeit schon überwunden. Okay. Hat sie Glück gehabt. Mario ist am Zug. Oh, wo ist ein Freund? Okay. Den bekommt er da wohl? Oh yeah. Luigi! Ah, ne, auch genommen. Hier ist Luigi, dein Bruder. An der Seite zu haben, kann nicht schaden. Ah, natürlich. Die Einsatz ist natürlich doof. Dafür sind die anderen Zahlen recht hoch, ne? Oh, 7. Ah. Schlecht. Ich muss natürlich schneller rumkommen, um zu Daisy zu kommen. Zum Tod unten zu kommen. Gerne einzuheilen sind. Aber wir gucken mal.
2 wäre auch nicht verkehrt. Nur eine 1, das gibt's doch gar nicht. So, nächstes Minispiel. Minispiel. 80 Minispiele hat das ganze Game. Das ist natürlich ganz cool. Deswegen selten, dass man hier die gleichen Spiele spielt. Bis jetzt, muss ich sagen, war auch bis jetzt noch einmal ein Spiel, was ich doppelt hatte, sonst noch gar nichts. Was sehr cool ist. Ich hab sie mit 3 Pfeilen treffen. Okay. Okay. Versuchen wir. So, wir müssen in die Enge treiben. Das bringt natürlich nichts mit Computergegnern. Der Computerhelfern. So werden wir natürlich gar nicht treffen können. Oh. Das war's. Ende. 2 von mir und 1 von dem anderen Heini da. Fertig? Yeah. Los. Sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt. Oh, verbessert. Aber ich bin immer nach oben. So, jetzt gucken, wer mich überholt gleich. Du würfelst eine 1 oder eine 3, bitte. Ja! Loser! Tschüss, Daisy. Daisy ist in another castle. Adios, I'm too. Dann kann ich mich vielleicht überholen jetzt. Wir haben auch Glück und er wirft nur eine 1 oder eine 2. Nee, er wirft eine 3, also direkt bei mir steht. Nein, er wirft eine 5, was an mir vorbeigeht. Und noch ein Glücksfeld. Mein Gott. War klar, dass ich das bin. Der mit den meisten Münzen. Bei 100 Münzen müsste ich eigentlich einen Stern bekommen. Finde ich. Oh. Naja, war jetzt nicht so schlimm für ihn. Komm, wir probieren den nochmal. Bringt uns ja nochmal Glück. Ja! So, da kommen uns auch gleich schon die Röhre. Definitiv. Nächste Runde. Und jetzt holen wir uns den Stern da unten bei ihr. Was für eine Hitze. Da wäre sowas wie ein Waffeleis schon das Richtige. Ach, deswegen hat er darauf hingezeigt. Okay. Ja, ich will den haben. Gerne. Hier ist dein Stern. Danke. Sehr gut, Bowser. So, jetzt bin ich so oder so ganz oben. Nächste Runde schnappen wir uns die Röhre und holen uns den nächsten Stern. Bowser ist in Führung. Gut, dann ist es Zeit, den nächsten Stern zu holen. So, versteck ihn mal ruhig. Egal, wo du hinstellst. Ich komme da eh hin. Das ist ja gemein. Das ist auf dem gleichen Feld wieder. Ein bisschen gemein, oder? Naja. So oder so. Ich darf ein paar Schritte gehen. Oh nein. Naja. So oder so ist es egal. Dann haben wir die Chance, dahin zu beamen. Ich spiele. It's me, Bowser. Oh, Mario und Bowser zusammen. Das ist doch ein fettes Team. Gut hatten, aber zackig. Kochen ist angesagt. Bisschen overcooked hier? Ja, anscheinend. Also, Aufstellung vor vollständigen. Schnell weg da.
Okay. Nicht so schwer. Hat ein bisschen Overcooked-Charakter, aber ist natürlich nicht ganz so ausgefeilt. Auch ein Minispiel, ne? Oh, Lenz, schöne Brote im Ofen. Start. Oh. Weg, du blöde Tante. So, komm mit dem Schinken hierher. Komm schon mal eine Tomate. Ach scheiße, hätte ich mal eher einen Schinken nehmen sollen. Wo ist er hin? Oh, 3-3, scheiße. Unentschieden finde ich blöd. Keinen Sudden Test? Anscheinend nicht. Okay. Übrige Runde 3. So, wir nähern uns dem Finale. Ja. Platzierung brauchen wir nicht zeigen. Ich weiß nicht, ob ich auf dem ersten Platz bin. Der Rest ist eigentlich Schnuppe. Noch nichts entschieden. Wer weiß, was der Experte ist. Wie natürlich Lakito. Mario wird die Partie nach einem Rückstand drehen. Okay, jetzt kriegt er irgendeinen Bonus-Scheiß. Kriegt einen goldenen Turbopilz. Ja, oh, ein goldener Turbopilz. Super. Super für ihn, nicht für uns. Wir nähern uns dem Spielende. Es kommt aber noch besser. Auf blauen Feldern gibt es jetzt 6 Münzen. Und auf roten gibt es natürlich 6 weniger. Das kann die Partie entscheiden. Es kommt noch... Ah, Mac, macht Scheiße. Was ist los? Mit Begeisterung, bitte. Ich glaube, es fehlt etwas Salz in der Suppe, aber das lässt sich ändern. So, jetzt kriegen wir noch ein paar fiese Felder dazu. Beziehungsweise, die werden einfach nur fies. Oh je, die Pechfelder noch schlimmer gemacht. Ja. So, los geht's, Daisy. Drei. Mario. Was würfelt er? Eine 1. Okay, aber ein Turbo und 2. Ui, 8 Felder. Und schon ganz gut voran. Oh nein, und er kauft sich auch eine Röhre. Wetten? Na klar, hätte ich auch gemacht. Macht ja auch Sinn. Habe ich auch gemacht. Hätte ich nicht nur. Oh, die Temperatur steigt. Also ich denke mal, wenn das so heiß ist, dann explodiert das ganze Ding wahrscheinlich in die Luft oder so. Jetzt holt sich noch mal ein Item, der Assi. Nein! Mario, du willst mich wohl veräppeln. Turbopilz und eine Röhre, also. So, wir müssen auch mal kurz gucken. Mario, mach mal. Oh oh. Die Sandbrücke weist ein paar Risse auf, das sieht gefährlich aus. Oh, die kann man schon nicht mehr oft benutzen. Okay, das nächste Mal kann er ja so viel Felder geben, wie er will. So, wir sollten unsere Items benutzen. Denn sonst verfallen die. Vielleicht sind nur noch 3 Runden übrig und das ist die letzte. Das heißt, vielleicht sind nur noch 2. Holen wir uns doch lieber mal schnell hier den... Müsst ihr auch nur einen Schritt gehen, um den zu bekommen. Daher kann ich den... Nein, ich habe den blöden Würfel genommen. Ach, shit. Okay, krieg ich trotzdem. Aber ich wollte eigentlich nicht den blöden Würfel nehmen. Das war Glück. Wir nähern uns zum Spielende. Möchtest du den Stern kaufen? Klar. Bowser hat einen wirklich sehr schönen Lauf. Das hat er. Oh. So.
Guck mal hin, auf der Luftmatratze. Auf so einer Blopper-Luftmatratze. Da liegt der noch am Pilz. Ja. Oh. So, oh, das ganze Lametta da gibt mich, macht mich zum Niesen, bringt mich zum Niesen. Eine Lametta-Allergie. Okay, müssen wir darüber. Wer ist wohl zuerst die Herrschaft? Ich glaube ich nicht. Aber ich möchte gerne noch was kaufen. Eine Röhre! Oh, ich glaube, ich bringe das Thermostat jetzt zum Glühen. Was gut ist? Okay, ich muss mir das Feld mal angucken. Kann ich mir die Übersicht verschaffen? Da oben muss ich hoch. Das heißt, wenn ich da auf dieses Feld komme, dann komme ich auf die andere, automatisch auf die andere Seite, ne? Gut. Natürlich oben links. Nein, das war verkehrt. Komm mal auf das andere Feld. Ich depp. Das war dumm gelöst. Wie kam ich denn auf die, die jetzt rüberkam? Ah, es war rote und keine grüne Röhre. Bin total blöd. Habe ich nicht drauf geachtet. Die Farbe, leider. Na gut, vielleicht haben wir auch Glück. Und wir können uns den nächsten gerne auf jeden Fall holen mit unserem Tunnel. So. Okay, das ist gar nicht so schwer. Bringen wir hin. Los geht's. Yes! Ja, ihr seid halt nicht so gut wie Bowser. So, schon wieder als Sieger hervorgegangen. War nicht schlecht. Übrige Runden noch zwei. Ja, das wird langsam eine enge Kiste hier. Aber was soll's. Oh, es stockt hier gerade. Warum stockt es? Na gut, weiter geht's. Mario ist dran. It's a me, Mario. Da kann ich alles nutzen, was er will. Obwohl, den Turmpilz, hätte ich den genutzt? Weiß nicht. Ah doch, er kommt ja direkt dahin. Ah, dann kann er, dann kriegt er jetzt den Stern. Das macht aber nichts. Können wir den nächsten nämlich nehmen. Will man noch was kaufen, ja, sie. Goldener Turbopilz. Oh. Mario, was ist los? Mario ist am Zug. Komm, Mario, zeig, was du kannst. Oh, kriegt einen Kameraden. Das ist natürlich blöd. Bui, bui. Der Entenwürfel, da bin ich mal gespannt. Haben wir noch nicht gehabt. Okay, 5, 5, 7, 7. 2 minus 2, ah. Und direkt hin zu Dings gehen, ja klar, ne? Macht ja am meisten Sinn. Denke ich, weil sind ja noch zwei Runden übrig, beziehungsweise eine. Schon Sinn, sich den Pilz zu holen. Warum eigentlich nur den richtigen Würfel nehmen, und zwar den, weil egal, was wir würfeln, das ist egal. Den kriegen wir auf jeden Fall. Yes. Donnerwetter, Bowser hat ja wirklich einen ganz schönen Lauf. Was hat er?
alleine traurig. Ich nicht. Super, 3 Sterne. Das können die eigentlich gar nicht mehr aufholen. Selbst nachher nicht bei der Verteilung. Wo willst du hin? Da gehe ich gleich hoch. Holen wir den nächsten. Ha, 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 ha. Oh, ich glaube, es ist noch jemand, der eine Dings hat, ne? Oh, jetzt krieg ich auch einen Partner endlich. Bringt mir zwar nicht mehr so viel, aber vielleicht trotzdem ist das der letzte Funke, der mir hilft, noch rüberzukommen. Oh, ein Hammermann! Hat er denn 1 und 5? Okay, ja, ist ja nicht so schlecht. Das macht auf jeden Fall keinen Verlust. In die Spielerkneipe gehen. Okay, alle gegen Mario. X im Sinn. Bombiges Tennismatch, das hatten wir schon mal. Macht aber Spaß. Oh ne, das ist wieder was anderes. Okay. Bomben auf Kletterer schlagen. Okay, ich muss mich also. Er darf mich nicht treffen. Okay, wir probieren es nochmal. Oh, da kommen die Bomben. Start! Ja, muss man 30 Sekunden aushalten, ne? Man sieht, will er gerne Wario haben. Können wir so ein bisschen in die Mitte klettern wieder, weil sonst hat man keine Chancen, links oder rechts abzuhauen. Trifft ja gar nichts. Ende. Oh, Mario. Ein fieses Spiel eigentlich, ne? Hoffen wir, es fällt in die Lava. Sehr gut. Super. Ah, verändert sich nichts. Los geht's, letzte Runde. Jetzt noch richtig anstrengend. Ja, los geht's, Daisy. Zeig mir, was du kannst, Daisy. Etwas Glück kann man einen Stern erhalten da. Ach, das ist immer dieser Pfeil da, was sich dreht. Der Pfeil wahrscheinlich auf dem weißen Feld landet da, dann kriegt man dagegen haut. Das ist ja auch. Mario ist am Zug. Sechs hat die Sau. Oh nein, kann er sich eine Röhre kaufen noch? Ja. Schade. Na gut. Aber auf jeden Fall steigt die Temperatur. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn das über das vergeht. Jetzt müsste es ja zu heiß werden, denn. Ach so, hätte er jetzt wahrscheinlich drüber gewesen, hätte ich was bekommen. Echt. Und ein Glücksfeld kriegt er auch noch. Nein, das klappt mit meinen Verbündeten. Ach, schade. Du doofe Nuss. So, wir müssen alles riskieren. Das heißt, wir benutzen auf jeden Fall unseren Würfel. Denn... Und wir kriegen sogar noch einen Stern. Oh, da ist unser Geschenk auswählen. Okay. Wähl ein Geschenk. Ich bin ein Junge, ich nehme Blau. Oh nein. Dieses Scheißteil. Hätte ich mal rot genommen. Aber Leute, ich hole mir trotzdem den nächsten Stern.
4 Sterne. Können die anderen gar nicht mehr aufholen. Das Spiel ist jetzt auch zu Ende. Letzte Minispiel kommt jetzt. Yeah. Das sieht doch gut aus. Bowser ist in Führung. Immer noch. Ja, den kannst du zwar setzen, aber den können die ja gar nicht mehr kriegen, weil ich der letzte Kollege war. Und das war doch die letzte Runde jetzt, ne? Meine schon. Da wir einen schönen Schwern haben. Oh. Oh nein, das war dumm von mir. Das wollte ich gar nicht. Ah. Naja. Macht nichts. Für ein paar Münzen. Bis zum Startfeld ist auch nicht verkehrt. Ist ja eh zu Ende. So, letztes Minispiel. Das Kämpfen. 4 gegen 4. Also alle gegen alle, Entschuldigung, nicht 4 gegen 4. Bombenstimmung, Team-Minispiele, okay. Achso. Ah, okay. Aha, kann man ein bisschen halten, dann kann man ein bisschen... Oh nein! Scheiße. Hätte ich ein bisschen halten sollen noch. Naja, egal. Das war ja blöd. Aber auch nicht so, schlimm. Also. Alle Runden sind beendet. Dann ist es Zeit, das Ergebnis zu verkünden. So, wollen wir gucken, was hier abgeht. Dann ist es natürlich Zeit für ein... Wer hat denn nun gewonnen? Also dann gehen wir mal erstmal die Bonussterne. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Verbündenbonus, ja, da habe ich wohl nicht gewonnen. Wird ja denn... Ja, so sein. Welches ist der zweite Bonus? Der Flitzerbonus. Flitzerbonus, was heißt das? Der Bonus erhält der Spieler, der die meisten Felder gezogen hat. Oder ich war mir eigentlich relativ viele Felder gezogen, weil ich auch hohe Zahlen gewürfelt habe. Ja. Und wer hat nun gewonnen? Trommelwirbel. Naja, ich. 5 Sterne, Leute. 5 Sterne. Finde gar nichts. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich verbeuge mich. Verbeugt euch vor eurem Herrscher. So, gucken wir nochmal die Details an hier. Und da haben wir schon auch nicht reingeklotzt, oder? Oder 108, 97. Jetzt nicht, aber dafür sind wir... Das ist doch gut. Perfekt. Beenden wir die ganzen Kram. Kriegen wir ein paar Punkte für unseren... Kamaiks Vertrag der Turm ist jetzt im Mario Party verfügbar. Siehst du, das ist das neue Feld. Das neue Spielfeld. Könnten wir uns mal angucken. Machen wir aber erst in der nächsten Runde. Jetzt gehen wir zurück zum Party Plaza. So, ich will mal ganz kurz gucken, was es hier noch gibt. Hier wird man eine Flussarm aus, die man befahren möchte, um das Ziel zu erreichen. Die Rafter müssen zusammen gut zusammenarbeiten, okay? Speedbühne. Beweise dem Publikum gerne Rosen und Vorstellungen, dass du in Rhythmus bist. Was macht Carmack da? Okay. Da kann man rein. Gehen wir doch nochmal rein. Los.
Wo geht's da hin? Was denn hier? Bowser, du hast mich gefunden. Ich wollte hiermit noch etwas hinterm Berg halten, um dich zu überraschen, aber nun ist die Katze aus dem Sack. Freut mich jedenfalls, dass du hier bist, wenn auch früher als erwartet. Geheimmodi bringen noch mehr Spielplatz. Du solltest dich eingehend damit beschäftigen. Viel Spaß in meinem kleinen Freizeitraum. Achso, gibt's ein paar Spiele. Aber ich würde sagen, den Geheimmodi, den testen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.